Twitch spielt man mir zum zweiten Mal schon ab. Ja, Twitch hat immer so seine Launen. Ah, Skorpion wird von einer Hyäne belästigt. Hast du es gefunden oder alles klar bei dir? Ja, ich habe nur notiert, wo wir jetzt sind. Das Reno kommt etwas näher. Unangenehm. So ungefähr 15 Blocks von dir entfernt noch. Mhm. Aber es guckt ganz treu doof gerade. Wenn es das nicht mehr tut, jetzt müssen wir wieder, schnell abbauen. Jetzt geht's wieder zurück. Ich weiß nicht, wie guckt es denn, wenn es sich nicht gut fühlt? Da kommt es angestampft. Es läuft jetzt genau in deine Richtung. Geh doch mal raus aus dem Loch, sicherheitshalber. Es geht noch normal. Ja, klar. Aber alles kommt ja näher irgendwo. Ja, ich weiß. Ein Arschloch, Rino. Soll ich es ablenken mal mit dem Minibike oder... Das könnt ihr eigentlich mal machen, könnt, oder? Könntest du machen. Knapp dran vorbeifahren, hupen oder so und dann hinter dir herziehen. Hupen mal X. Ja, find's schon scheiße. Skorpion. Jene. Der Skorpion kommt, glaube ich, zu dir. Ich weiß nicht, oder? Nee, der läuft wenn irgendwo. Du, ja, der läuft. Ich bin jetzt nicht bei dir. Ich habe jetzt irgendwie einen halben Zoo am Hintern. Achso. So, ich versuche jetzt mal wieder in einem großen Bogen zu dir zu kommen. Mhm. Wo bist du denn nochmal? Ach, hier ist noch eine Hyäne. Da, jetzt muss ich erstmal durchschnaufen und die Schaufel reparieren. Ich muss dich erstmal wiederfinden, jo. Ausdauer. Ausdauer ist ein Thema. Ach, da vorne bist du, alles klar. Athletics 40, ja, dauert noch. Alles klar, bin wieder da. Mhm. Naja, Cliffhanger. Und schon irgendwas ge... Nee. Du musst aber tiefer, du bist erst bis zu zwei tief. Ich weiß. Nee, ich bin ein tief. Okay, ich habe Freunde mitgebracht. Ich bin entdeckt worden. Ich habe Freunde mitgebracht, ja. Eine? Drei. Also jetzt noch zwei. Gut, dann kriegst du ja hin. Der dritte will gar nichts von uns. Naja, okay, dann nicht. Ach, das Dino ist wieder da. Das Rino. Aber der Rino. Ist es weiter weg. Okay. Bleiben, wo der Pfeffer wächst. Buddel doch eher tiefer, oder? Ich meine, du weißt, wie du buddelst, aber ich würde erst mal drei tief gehen und dann. Also eigentlich. Zwei reichen. Ja, aber. Also ich grab meistens, ich lasse oben meistens so einen Deckel stehen, weißt du? Ich grab mich dann nur in Ebene 2 oder 3 durch. Ja, es ist unterschiedlich. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Mach ich so, du musst halt weniger weggraben dann, ne? Ja. Ich habe im Moment gerade wieder Ausdauerprobleme. Ich würde ja sonst mal eben rüberfahren und gucken, ob das ein Händler ist da drüben oder nicht, aber dann müsste ich dich halt hier alleine lassen. Ja, ist doch okay. Fahr doch mal gucken. Denk dran, wenn geschossen wird, sofort weg. Ja. Ist das denn mein Minibike? Ja, oder? Dann steht woanders, ne? Ja. Ja, ich habe jetzt ein Dings, du kannst meins nicht nehmen. Okay, stopp, genau. So, ich bin dann sofort wieder da. Alles klar, alles gute Besserung. Was ist das denn da vorne? Mein Tipp ist immer Zitrönchen und ein heißes Bad. Ja, wie gesagt, Welserkältungstrunk. Das ist ja gar nicht meine, aber Thymian, Ingwer, Zitrone, Honig. Sehr gut, danach fühlt sich topfit wieder. Okay. Boah, könnte das Spiel mal laden. Echt schwierig. Mhm. Also,
Ich bin jetzt neben dem Dings. Hör noch keine. Cool. 77 Schuss, 762, 129 Schuss, 9 mm, 4000 Knete und ein bisschen Silber und Gold. Okay, ich glaube, das ist ein richtiger Händler hier. Okay, cool. Da können wir ja gerade mal vorbeigehen. Ich komme zu dir. Okay, alles klar. So, was hat er denn Schönes? Der hat ein bisschen 9 mm Armor. Oh, Alter, ich komme ja jetzt nicht aus meinem Loch raus, oder? Ja, hast du einen Woodframe dabei? Zur Not? Oder Freibeutel? Nee, halt. Geht schon. Ich bin draußen. So, da oben. Ja, Waffen hat er nicht so gute. Iron Leg Armor Schematic hätte er theoretisch dabei. Okay. Tja. Mal gucken. Sorry, I didn't have what you needed. Come back. Ich glaube, hier kommt gerade eine Wanderhorde vorbei. Na super. Jo, hier kommt gerade eine Wanderhorde vorbei. Na klasse, dann werde ich dir auch in Kürze treffen. Naja, ich lenk sie ab. Uah, oh, ey, Leute. Lass doch den Scheiß. Eigentlich bist du safe im Händler. Da kann gar nicht viel passieren. Ich will ein bisschen looten hier. Das Problem ist nur, dass ich eben schon was auf die Mütze bekommen habe. Ich habe nur Angst, dass von hinten gleich irgendwie eine Hyäne kommt und mich killt. Mhm. Da bin ich gar keinen Bock zu. Gut, ich schau mal kurz beim Händler rein. Ja, ich geh auch mal rein jetzt. Ich glaube, so viel gute Sachen hatte der gar nicht. Ich schau mal, weil er hat ja beim Secret Stash hat er unterschiedliche Sachen, im Gegensatz zu dir und mir. Nee, echt? Ja. Later Chest Armor könnte ich hier kaufen. Hm? Later Chest Armor, ich nehme an, kannst du die schon, die Later Chest Armor? Nein, die kann ich nicht. Kauf die mal. Iron Leg Armor. Genau, die können wir mal gebrauchen. Für 1400 oder was sie da haben. Ja, hab ich schon gekauft. Da habe ich zugeschlagen. Und Stahl hat er. Oh, Nitrat. Brauche ich. Stahl sollten wir uns auch vielleicht ein bisschen zulegen. Wir können es uns auch leisten. Mach ich. Okay. Let's play, Stranger. Ach, guck an. Guru. Parade. Was? Ich lasse sie da mal im Backraum laufen. Sterben sie friedlich und leise, bitte. Oh, einen schönen guten Abend. Oder einen guten Abend. Sehr geil. So, wieso, was hast du noch, außer der Leck Armor jetzt? Weg ist er. Ich habe eben gefunden nochmal einmal Peppersamen. Das ist nice. Richtigen Pfeffer oder Paprika? Paprika. Also Paprika haben wir gefunden. Aber wie viele Pfeile? Ups, den habe ich übersehen. So, du bist wo? Schon wieder draußen? Ich bin draußen. Ui. Ja, wir können eigentlich auch fahren, das stimmt. So. Wieder zurück, oder? Ja, lass mal zurück. Wollen wir erstmal den Händler markieren hier, oder? Obwohl, wir sehen ihn jetzt. Nee, ich habe das immer gern markiert. Safe. Das ist Händler. In meinen Augen wäre das 3.
Birne habe ich noch gefunden. Und noch eine Autobatterie. Was hast du gefunden? Birne. Ja, geil. Birnensamen. Haben wir noch nicht gehabt? Geil. Doch, Birne haben wir. Was wir haben Birnenbäumchen. Dann ist ja nicht so. So, wo müssen wir hin? Nach Hause? Oder warte. Ja. Ich will noch was mitnehmen. Okay. Hä? Kann man die Fässer nicht mehr mitnehmen? Warum nicht? Nein, das geht nicht mehr. Schade, die bringen schönes Licht deshalb. Ja, das hat sich die Farmpimps auch gedacht. So nett. So. Oh. Ach, hier ist ja schon gleich zu Hause. Ja, ist gar nicht so weit weg. Nein. Birnenstücke in Coca-Cola kochen? Warum sollte man sowas tun wollen? Coca-Cola löst sich doch auf. Kannst sogar Fleisch drin auflösen. Ja. Hat so einen harten pH-Wert. Da kannst du mal Fleisch reintun und mal 2 Tage warten. Dann kannst du mal gucken, was davon übrig ist. Trinkst du keine Cola mehr, sag ich jetzt schon. Nee, da bleibt nicht viel von übrig. Nee. Ganz ekelhaften pH-Wert. Wie den Spinnenbau. Nur Dreck hier. Ah, eine Wildsau wird da verprügelt, deswegen. Oh, da ist ein Stier. Ein Stier? Ein Stier. Wie ein richtiger Stier oder was? Ja. Kannst du den zählen oder nicht? Ja, ich bin dabei, ich versuche. Achso, okay. Bleib hier, Mann! Er ist tot. Verdammt. Scheiße, unerwartet. Naja, was soll's. Ich hab's versucht. Ich frag mich. Was hilft gegen Erkältung? Cola mit? Das glaube ich ja nicht. Ich glaube nicht, dass wir irgendwann noch mal ein zweites Tier dazu kriegen. Es wäre ja schön, ne, wenn uns das gelingen würde. Ein Schaf oder eine Kuh oder so. Aber ja, das wäre cool, ja. Kommt auch noch. Aber man sieht die auch nicht so. Oh, verdammte Spinne, ey. Komm her, du kleine Sau. Man sieht die auch nicht so häufig, muss ich sagen. Ja. Hat mir gerade die Falle zugemacht. Und damit ist natürlich... Was hat sie? Wenn irgendwas über unsere scharf gemachte Kleintierfalle läuft, ja, und die zuschnappt, geht der Köder kaputt. Dann ist der weg. Und die Spinne nimmt Anlauf und läuft voll über die Trap drüber. Ach, krieg ich gerade einen Hals. Kann ich wieder neu aussäen. Mist. Man kann recht nah ran an so eine grüne Spinnengeschichte, ne? Bis es zu spät ist. Wieso spuckt die? Die kommt doch nur raus aus ihrem Netz, oder? Nee, die schickt. Die schickt. Nur, ich wollte für ein Foto, also... Da crazy, Gremlin. Vielen Dank für den Follow, dankeschön. Willkommen in der Community, willkommen im Team hier. Also Foto machen fand sie gut. Da hatte sie kein Problem mit, die Spinne. Na dann. Ja, ich muss diesen Loot erstmal loswerden. Ach, war mir klar. In dem Moment. Oh, du Drecksack! Ah. Hab ganz vergessen, dass man auf Insane spielt. Scheiße. Ja, wieso? Nicht Insane auf Survivalist. Ah ja, war nichts mit Einschuss tot. Aua, bin gebissen worden. Oh. Ach. Und Schnuppen und ach. Alles scheiße, ey. So, jetzt liefern wir den Mist erstmal ab. Farewell. Pack ich jetzt mal die 2 Panzerungsdinger. Hier ran. So, dann haben wir das bekommen. Da tue ich mal hier hin. Ich glaube dir schon, aber ich stehe dann eher auf meinem Thymian-Tee mit
mit den anderen guten Sachen, die wirklich alle einzeln auch sehr gut schon mal gegen Erkältung sind. Und Moment. Wawofi! Vielen lieben Dank für das Abo. Mensch, vorhin Follow und jetzt, das ist ja nett. Dankeschön. Das ist cool, gell? Ja. Das, sowas ist geil, echt. Hat jetzt 2 Stunden gezögert. Sehr schön. So. Irgendwann, solange du willst, bis du dir sicher bist. Genau, so sieht das aus. Lass dir Zeit. Niemand hetzt dich hier. Nee. Alles cool. So, nur die Glasses. Mach, wozu du Lust hast. Das ist das Wichtigste im Internet. Brown Flannel Chat. So, so, ich bring noch mal 20, ich bring noch mal 20 Fleisch mit. Ja, welcome. Das und ist gut. 52 Weizenkeimlinge, hätte ich gesagt. Okay. Ich habe dir hier oben in der Kiste, wo auch die Steine drin sind, da sind deine Rüstungsdinger drin. Ich fühle mich bedroht von dem Baum da. Guck mal aus dem Fenster. Ich mach das gleich, ich kläre das gleich mit dem Baum. So. Ja, Nerdy, ich habe noch nicht Obst einsammeln können. Lieben Dank für das Abo. Nerdy Smurf. Was? Das ist ein Schlumpf. Nerdiger Schlumpf. Schlumpfe gehen immer. Wird der alle bestätigen hier. So. Was habe ich hier noch? Die Cowboy Boots kann ich doch skippen. Achso, wo hast du die Rezepte? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. In der Kiste. Wo, Ah ja, alles klar. Hab sie gefunden. Ja, dann haben wir es besprochen. Nee, doch nicht. Leather Hood, Leather Gloves, Nee, wo die Steine drin sind. Ah, okay. Nerdy Smurf, Schlaubi Schlumpf. Ach, das ist Schlaubi Schlumpf. Ach, Nerdy Smurf ist Schlaubi Schlumpf. Alles klar. Ja, Schlaubi kenne ich. Die übersetzen dann Nerd mit Schlau oder so? Man, Nerds sind ja nicht dumm, aber. Interessante Übersetzung. Ne? So. Woher wissen das eigentlich immer alle? Ich nicht. So, ich geh mal runter und besorg mal Holz hier. Das, die Bäume werden ziemlich aufdringlich. Mhm. Das könnte ich eigentlich auch nachts machen, ne? Fuck! Was denn? Was? Verklickt? Verklickt. Da war ein Tresor beim Händler. Rechts in dem Kühlschrank. Geht nicht, man kann beim Händler keinen Tresor machen. Nee, eben hinten links, ja, aber da kommst du ja nicht ran. Da kommst du ja nicht rüber. Außerdem kannst du keine Gegenstände beschädigen, sag ich mal. Das ist der Punkt. Mir hatte mal jemand geschrieben, dass es einen Händler gibt, wo man an ein Bücherregal gehen könnte. Ja, wenn man da gibt's. Vorankommt. Das ist so ein Holzhüttenhändler. Okay. Der ist in so einer, ja, in so einem Holzbau. Der drin. Das kannst du machen. Ach, und jemand hat mir geschrieben, ich soll nicht immer durch die Pfützen hier laufen, weil ich dann nass werde. Ich habe es gerade wieder getan. Er hat es wieder getan. Ja, aber meine Damen und Herren, er hat es wieder getan. Wenn man so ein bisschen nass wird, ist doch nicht schlimm. Oder? Das kannst du jetzt nur als Mann sagen. Ich habe auch nass gesagt und, ne? Ja. Genau. Du machst es gerade nicht besser. Es ist, ich hätte nicht gedacht, ich bin so ein ganz kleines bisschen enttäuscht, dass du auf sowas ansprichst. Was? Ja. Ja doch, die letzten Male war ich das immer und ich dachte mir, Mensch, jetzt habe ich den Gentleman da in Verlegenheit gebracht, aber ja, jetzt merke ich ja, du bist ja kein Verdammt, bisschen besser. Ich bin enttarnt. Nein. Das denken alle schlecht von mir. Wegen dem Well. Schadet gewiss nicht, sich ab und zu mal die Füße zu waschen. Das stimmt auch. Stimmt für dich immer. Wie ist es mit männlichen Apokalypsen? Überleben wir im weiten Kleid? Achso, weil der auch einen türkisen Rock anhat, ne? Der Asrak. Ja. Das ist der Hausschlumpf hier. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Nächsten Tag ist Horde, ne? Ja, schon. Okay. Ich
Wollen wir uns dann nochmal um Molotow-Cocktails kümmern? Es sind ja am Antrag 21. Ich glaube, noch welche da. Okay, wäre ja mit Spuckern zu rechnen wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Immer gut, das hängt jetzt von unserem Level ab. Was haben wir denn hier überhaupt? Kann ich Game Stage aufrufen? Wie gesagt, ich habe noch nichts geändert an den Skripten, also es ist noch die Normalhorde. Ach so, stimmt, genau. Das kann ich aber schon mal ankündigen, das wird sich in Zukunft ändern. Das hast du letzte Woche schon gesagt. Aber du hast auch gesagt. Ich habe aber keine Zeit. Nee, du hast aber auch gesagt, dass du mal gucken musst, ob du das. Ja, also ich werde da, ich werde da ein bisschen rummodden, das machen wir. Also da werden wir ein bisschen Hand anlegen. Wir uns einfach mal fest, in 2018 wird das gemoddet. In 2018 werden wir das persönlich etwas modden, ganz genau. Das heißt ja nicht, dass es unbedingt gleich im Januar passieren wir muss. Wir haben drei Hühner. Haben wir jetzt drei Hühner? Jetzt haben wir drei Hühner. Schön. Dankeschön, ich bin Ehrenschlumpf. Da fühle ich mich geehrt. Ich erinnere mich. Morgen kommt auch bei mir auch eine Horde. AK Liebe Verwandtschaft. Okay, alles klar. So. Jetzt kann man die wegtun. Aber so eine Verwandtschaft lässt sich ja auch ganz gut mit Cocktails in Zaum halten. Müssen ja echt, keine, ist das so? Müssen ja keine Molotow-Cocktails sein, sag ich mal. Ja, die Hühner, den Hühnerstall werden wir eventuell nochmal versetzen müssen. Das müssen wir gucken. Also wie gesagt, schauen wir mal. Ich glaube, ich würde die Zisterne vom Dach mal wegnehmen wollen. Nee, die ist super. Aber die ist super. Die bewässert uns jetzt, ohne dass wir was dafür tun müssen. Ja, bedingt. Du kannst ja näher auch nicht ranbauen. Und dafür ist unser Beet ein bisschen klein. Das Beet machen wir hier drüben vor allen Dingen. Hä? Das ist jetzt nur das Anfangsbeet. Ja, eben, aber das, dafür, dass dieses System. Du hast dauerhaft Wasser. Das ist ja, super. Aber die überschwemmt das halbe Dach und. Nein, das hält sich in Grenzen. Und es bietet aber gerade mal für zwei Reihen Beet, weißt du? Also wenn man wenigstens das Beet direkt ansetzen könnte oder womöglich noch über die Zisterne, weißt du, so, dann hätte ich es richtig als Vorteil empfunden. Weißt du, was ich meine so? Nein, noch nicht ganz. Und das Beet ist inzwischen ein bisschen größer geworden. Oben? Nee, ich weiß oder? Nicht, wann das letzte Mal auf dem Dach warst, aber... Vor einer Folge oder sowas. Ah ja, okay. Oder vor zwei Folgen. Kannst du mal gucken, Folge, also. Zwischen... Kann sich ein bisschen sehen lassen. So, und jetzt können wir endlich mal Früchte abernten. Ich setze gleich mal neue Bäume. Gift-Cocktails, das ist es, Wellqual. Danke für den Tipp. Oh Gott, was habe ich da getan? Oh, ich habe keine Lust mehr auf Holzhacken. Mir wird langweilig. Oh, Menno, jetzt sind wir bald da, kann man es schon sehen. Ja. So, dann schauen wir mal, was die Fruchternte eingebracht hat. Okay, Peaches haben wir. Wir haben Limonen, wir haben Äpfel, wir haben Birnen. Wir haben Orangen und wir haben Zitronen. Richtig, gibt es eigentlich auch Biber im Spiel? Das wäre cool, wenn man sich die an, wenn man die vermehren könnte. Und dann setzt du einfach so einen Biber aus und dann nagt dir den Baum ab. Das würde ich geil finden. Wir sind ja nicht bei Ark. Bei Ark gibt es auch keinen. Ja, da musst du dich, aber da musst du. Bei Ark gibt es Biber. Und in den Biber bauen ist, glaube ich, Zement und so. Also ich kann mich noch so dunkel erinnern. Nein, da gibt es Mammuts, mit denen baust du eigentlich ganz gut Bäume ab irgendwie, ne? Aber Biber? Ja, Biber gibt's. Und der baut das dann für dich, der nagt den von alleine für dich ab? Nein, kann mir eigentlich vorstellen. Nee, die haben Biberbauten, da kann man ganz gut so ein bisschen harvesten drin. Okay. Hab's lange nicht mehr gespielt, Marc. Ja, ich auch nicht. Also, ich
meine Arc-Zeit ist auch so ein bisschen rum, denke ich. Mir ist es zu farmlastig. Also es ist schön, aber es geht dann unheimlich viel. Ich finde den Schwerpunkt ein bisschen sehr arg auf Demos gelegt. Ich sag's ganz offen und ehrlich und bitte, liebe Zuschauer, nimm's mir nicht krumm. Oh, wir haben 10 Uhr. Ja. Ich sag's in der nächsten Folge. Cliffhanger. Das ist so. Ja, liebe Leute, wenn ihr wissen wollt, was ich wohl über Arc denke, dann schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Ganz genau. Alles klar. Ich bin gespannt. Tschüss.